Genau, wisst ihr, dass Jesus auch ein Künstler ist? Ja? Oh, just checking. Ja, Jesus hat ein gigantisches, ein faszinierend detailliertes Kunstwerk geschaffen, was wir Schöpfung nennen. Und als er hier auf dieser Erde war, als Zimmermann gelebt hat, da hat er bestimmt großartige Häuser und Bauwerke oder vielleicht wunderschöne Möbel geschaffen. Und Jesus malte auch. Als Rabbi malte er. Nicht auf Leinwände, aber er malte in die Köpfe der Menschen Bilder. Und dazu nutzte er Gleichnisse. Eine Kunst, die er verstanden hat, wie kein anderer in dieser Welt, Gleichnisse zu erzählen. Gleichnis, was ist das? Das ist eine kurze Erzählung, die versucht, einen abstrakten Zusammenhalt oder Sachverhalt in ein anschauliches, verständliches Bild zu packen. Oder eine Definition, die ich gefunden habe, die mir richtig gut gefällt, ist: ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Das hört sich gut an, oder? Ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte mit einer himmlischen Bedeutung. Und ungefähr ein Drittel von dem, was Jesus gelehrt hat, hat er über Gleichnisse kommuniziert. Und seine Gleichnisse, die haben von einem Thema gehandelt, von seinem Lieblingsthema. Vom Reich Gottes, vom Himmelreich. Und wir kennen vielleicht diesen häufigen Satzanfang, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen. Mit dem Himmelreich ist es wie mit... Und ihr könnt den Satz selber fertig machen. Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann geht es nicht ihm nur darum, dass wir etwas verstehen, sondern die Gleichnisse fordern uns auch heraus, eine persönliche Entscheidung zu treffen, wie wir leben wollen. Ob unser Leben dem Leben im Reich Gottes entsprechen soll. Und heute, da möchte ich euch... Jetzt ist die Frage, gell? Was das wohl für ein Gleichnis sein könnte. Ich möchte euch heute in dieses sehr bekannte Gleichnis von den anvertrauten Talenten mit hineinnehmen. Wohl eines der bekanntesten Gleichnisse von Jesus, das in ähnlicher Form auch im Lukas-Evangelium, auch im Markus-Evangelium vorkommt. Und wenn Jesus das hier, und wir nehmen es aus dem Matthäus-Evangelium, erzählt, dann erzählt er es seinen Jüngern. Also euch und mir. Und das Gleichnis, das steht relativ am Ende in dem Abschnitt, wo Jesus zwei Kapitel lang über Endzeit reden oder über die Zeit am Ende spricht. Und das Ganze findet statt tatsächlich zwei Tage vor der Kreuzigung. Einfach mal, dass wir den Kontext haben. Direkt vor dem Gleichnis gibt es ein anderes Gleichnis. Da geht es um das Thema Wachsamkeit und auch darum, bereit zu sein. Und dann kommt Jesus mit diesem Gleichnis um die Ecke und versucht, eine große Frage zu beantworten. Und das ist die Frage, die er versucht zu beantworten. Wie sollen wir als Jünger von ihm, als Jünger von Jesus in dieser Welt leben, bis er wiederkommt? Das ist die Frage, die dieses Gleichnis versucht zu beantworten. Starren wir da irgendwie in den Himmel? Träumen vielleicht ein bisschen in den Tag hinein und warten wir, bis er wiederkommt? Oder, und das ist das, was uns das Gleichnis vermittelt, ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Handeln in dieser Zeit. Denn mit dem Himmelreich ist es wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Deshalb haben wir hier auch Urlaubsbilder aufgehängt. Und er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an.
Es war jetzt nichts Besonderes. Es gab in dieser Zeit ja diese Großgrundbesitzer und die sind öfters mal verreist, um Geschäfte zu machen in Rom oder in Athen oder wo auch immer sie da unterwegs waren. Und Jesus greift da also eine bekannte Alltagssituation auf, wie in allen anderen Gleichnissen auch, auf auch alles verständliche Alltagssituationen. Und hier finde ich das so interessant, das sind ja keine Knechte oder Sklaven, sondern Diener, die bevollmächtigt werden, in seinem Namen zu handeln. Er vertraut ihnen sein Vermögen an, er gibt ihnen etwas in die Hand. Ein Vermögen, was er selbst erarbeitet hat und was ihm extrem wertvoll war. Und wie teilt er das Ganze auf? Da lesen wir, dem einen, dem gab er 5 Talente. Einem anderen gab er 2 und wieder einem anderen 1. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Und dann reist er ab. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist ein Talent? In anderen Übersetzungen steht Gold oder Geld oder irgendwas, oder der Luther sagt sogar Pfund. Aber ein Talent ist was ganz Interessantes. Das war nämlich die größte Maßeinheit damals im Römischen Reich. Und so ein Talent, das waren so 35 Kilo, so ungefähr. Und jetzt stell dir mal 35 Kilo Gold vor oder anders umgerechnet 6.000 Drachmen, 6.000 Denare, das ist äquivalent, also 6.000 Tageslöhne. Wie viel muss man so arbeiten im Schnitt? Ich meine jetzt nicht die beim Daimler, sondern die richtig arbeiten. Nein, sorry. Oh. Okay, gehen wir mal so richtig davon aus. Wir arbeiten wirklich nur sonntags nicht, so 300 Tage. Also 6.000 Tage Arbeit geteilt durch 300, 20 Jahresgehälter. Was verdienst du so im Schnitt? Ich habe mal nachgeguckt, in Stuttgart sind es gerade so knapp 54.000 Bruttolohnschnitt. Leute, wir müssen mal über mein Gehalt reden. Nee. Aber stell dir das mal vor, mach mal 50.000 mal 20 eine Million. Dem einen gibt er 1 Million, dem anderen gibt er 2 Millionen, dem anderen gibt er 5 Millionen. Ich finde es unglaublich, was die Diener erhalten haben. Was für eine Gunst, was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Und es war ihnen anvertraut, so wie es ihren Fähigkeiten entsprach. Und das finde ich auch spannend. Jesus gibt uns was, oder der Herr gab ihnen was, aber er überfordert und er unterfordert nicht. Jetzt lesen wir zwar, dass mit diesem Übertragen in die Hand geben keine direkte Aufgabe verbunden war, aber ich glaube, die Diener wussten genau, was so auf dem Herzen war, womit sich der Herr beschäftigt hat. Und dann ging er. Wie lange er ging, hat er nicht gesagt. War vielleicht auch gar nicht klar. Zumindest für ihn nicht. Und jetzt könnte man mal überlegen, wenn jemand weg ist auf ferne Reise, was macht man denn dann als Diener? Setze ich mich mal auch selber auf die Couch und jetzt nehme ich mal die Kutsche oder das Pferd oder was man immer auch machen kann. Es gibt ja dieses Sprichwort, gell? Wenn die Katze das Haus verlässt, dann tanzen die Mäuse auf den Tischen. Kennt ihr das? Das hätte man ja meinen können. Aber es ist so interessant, was in diesem Gleichnis passiert, was völlig anders. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten. Er begann sofort, nicht mal eine Sekunde hielt er an, sondern es ging gleich los. Warum? Ich glaube, weil er verstanden hatte, welches Vorrecht, welche Gunst, welches Vertrauen er empfangen hatte, als er diese 5 Talente entgegennahm. Er war so berührt und begeistert und motiviert, dass er sich mit Eifer und Leidenschaft rangemacht hat, losgelegt hat. Ich will jetzt mit dem Vermögen wuchern. Ich will hier was vervielfältigen. Und das hat er gemacht. Er gewann 5 weitere hinzu.
Und was machte der mit den zwei? Genau die gleiche Geschichte. Er nahm die Talente und gewann zwei weitere hinzu. Auch er verdoppelte es. Und der dritte? Der mit einem? Und da heißt es, der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, der grub ein Loch, die Schaufel genommen, grub ein Loch und dann nahm er sein Talent, steckte es da rein, schaufelte die Erde zu. Das, was er gemacht hat. Ist interessant, wenn man, das ist jetzt hier aus der NGÜ, wenn man beim Luther oder in der Elberfelder schaut in der Übersetzung, da heißt es dann, der aber, der das eine empfangen hatte, ging hin. Ich weiß nicht, ob er zur Eisdiele ging oder was er gemacht hat, aber interessant ist auch dieses Wort ging hin, könnte man nicht auch so verstehen, er ging weg. Er distanzierte sich. Und das ist ja nicht geografisch zu verstehen, der ist ja nicht in Urlaub gegangen so lange. Der hat sich innerlich distanziert von seinem Herrn. Er distanzierte sich, er hat die Beziehung verlassen und folglich distanzierte sich auch von seiner Arbeit, von dem, was ihm übertragen war. Und er war nicht daran beteiligt, das Vermögen zu vervielfältigen. Was macht er stattdessen? Keine Ahnung. Vielleicht sein eigenes Leben leben? Nach einer langen Zeit, heißt es da, kehrte der Herr zurück und forderte von seinen Dienern oder mit seinen Dienern abzurechnen. Der war gespannt. Ich meine, ich habe denen was anvertraut. Was werden die erlebt haben? Was werden die daraus gemacht haben? Erzählt mal eure Geschichten. Und so kam der Erste, der mit den 5 Talenten, der 5 Talente erhalten hatte. Und er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, schau mal, 5 Talente hast du mir gegeben. Und diese 5 habe ich dazu gewonnen. Ich finde, da steckt so eine unglaubliche Freude drin. Schau mal, sieh, das ist passiert in der Zwischenzeit. Und was ich auch so cool finde, ist, dass er nicht so religiös ist und sagt, ach Herr, du warst zwar weg, aber du hast durch mich hier alles vollbracht, ich habe nichts getan. So, ich finde es so spannend, dass er sagt, ja, ich habe etwas dazu gewonnen. Wir sind in Partnerschaft zusammen. Natürlich wirkt Gott durch uns, versteht mich nicht falsch, aber wir sind mit beteiligt, wir sind Mitarbeiter von ihm, verwalten mit ihm. Und das finde ich so schön, einfach hier zu lesen, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Und was macht der Herr? Der sagt, sehr gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigen, naja gut, 5 Millionen, treu umgegangen. Aber jetzt ist ja das Interessante, der Herr hat ja nicht alles ausgeteilt, weil jetzt kommt es ja und er sagt, darum will ich dir viel anvertrauen. Wenn du glaubst, es war viel, jetzt gibt's richtig viel. Du warst treu und tüchtig. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Was für ein Lob, sehr gut. Erinnert mich, wenn ich das lese, immer wieder an die Schöpfung. Hat irgendwie damit zu tun, dass wir in unserer Bestimmung laufen, wenn es sehr gut ist. Und der Diener wird hier zu einem noch größeren Partner, zum noch größeren Verantwortungsträger und er darf mitfeiern und sich freuen. Und das finde ich so schön, diese Freude, die ihm geschenkt wird. Dann kam der Zweite mit den 2, genau die gleiche Story. Guck, hier sind meine 2, sehr gut, freu dich mit mir. Und dann zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Kam auch. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du gar nicht ausgestreut hast. Und jetzt wird plötzlich klar, warum sich dieser dritte Diener distanziert hat, warum er weggegangen ist. Hier ist nämlich das Problem. Ich wusste. Das ist manchmal ein richtiges Problem, wenn wir denken, wir wissen es. Der hatte sein Bild gemacht, sich sein Bild gemacht über das, was er gedacht hat, wie Gott ist. Und das Bild war falsch. Sein Wissen, ich wusste, war falsch, grottenfalsch. Du bist ein harter Mann. Stimmt gar nicht.
Jesus ist kein harter Mann oder der Mann übertragen ist nicht hart. Jesus legt uns nicht ein Joch auf, das uns irgendwie richtig drückt oder eine Last auf, die wir nicht tragen können. Macht er nicht. Er gibt uns genau das, was wir tragen können. Sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Und dann unterstellt ihm der Diener, und das ist auch ganz interessant, dass es ihm nur um seinen Gewinn geht. Du guckst sogar nach Ertrag, wo du nicht ausgesät hast. Du sammelst einen, wo du nicht ausgestreut hast. Dir geht es doch nur um Gewinn, so nach dem Motto, was wir denken, wie es uns geht, ist dir doch völlig egal. Das war seine Behauptung. Und deshalb hatte ich Angst. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent. Dein Talent in der Erde. Und hier hast du es zurück. Dein Talent. Was dir gehört. Und ich finde es so interessant, dieses Muster. Deshalb. Wisst ihr, anstatt sich zu entschuldigen, was er getan hat, dass er es vergrub und nicht eingesetzt hat, nimmt er jetzt oder überträgt er die Schuld auf Gott. Ich meine, weil du so hart bist, weil du so bist, deshalb habe ich. Es erinnert mich auch wieder an die Schöpfungsgeschichte, oder? Wie beim Adam. Hat auch nicht gesagt, ey, sorry. Hat er gesagt, ja, mein Gott, hast du mir die Frau gegeben oder ich mir? Gleiches Muster. Wo wiederholt sich das Muster in unserem Leben? Ja, Gott, weil du so bist, deshalb habe ich. Der Diener vertraute seinem Herrn nicht, er klagte den Herrn an, richtete, war verbittert und hatte ein böses Herz. Nicht wirklich eine Grundlage für eine Beziehung. Er hatte nämlich auch keine, hatte sich distanziert. Das, was der Diener tat, war Dienst nach Vorschrift, weil im Talmud stand die sicherste Art und Weise, um etwas vor Dieben zu schützen. Liebe Leute, es grab ein Loch und stopf es rein. Es war Dienst nach Vorschrift. Wollte das beschützen. Und wie reagierte der Herr da drauf? Und das ist ja krass, was hier dann plötzlich Jesus hier in der Geschichte erzählt. Du böser und fauler Mensch. Ganz schön hart, oder? Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, und das ist so das Interessante, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammel, wo ich nicht ausgestreut hatte. Und weil du das gewusst hättest, da hättest du doch mein Geld wenigstens zur Bank oder zu den Wechslern bringen können. Dann hätte ich bei meiner Rückkehr Zinsen bekommen. Und ich finde es interessant, wie der Herr sich nicht verteidigt und sagt, nö, ich bin nicht hart und so weiter, sondern er knüpft an bei dem, was der Diener meinte, was seine Absichten waren, seine Gewinnabsichten, und konfrontierte damit, hättest du das nur geglaubt, dann hättest du anders gehandelt, dann hättest du es zur Bank gebracht. Auch ohne deine Anstrengung wäre dort was entstanden. Aber nicht mal das hast du. Es war dir nicht wichtig, weil ich dir nicht wichtig und das, was mir wichtig ist, dir auch nicht wichtig ist. Das ist die Botschaft dahinter. Und deshalb hatte der Herr keine andere Wahl. Das Schicksal hatte der Diener sich schon selber bestimmt. Und sagte, nehmt ihm das Talent weg. Nehmt das Talent weg und gebt es dem, der 10 hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und wer im Überfluss und wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Können Sie sich vorstellen, wie die Jünger, die saßen ja so um Jesus rum, als er die Geschichte erzählt hat. Wow, Jesus. Das ist aber krass. Hat er es nicht gut gemeint, als er es vergraben hat? Er wollte es doch nur schützen, oder? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus sagt, ja, danke für die Nachfrage. Doch das ist hier nicht das Problem gewesen, dass er es schützen wollte. Das Problem war, dass der Diener überhaupt nicht verstanden hat, dass ich ein guter oder dass der Herr gut, gnädig und vertrauenswürdig ist. Das hat er nicht verstanden. Das war das Problem. Das lag viel, viel tiefer.
Und hier ist der entscheidende Zusammenhang, den uns auch dieses Gleichnis zeigt. Unsere Überzeugung über Gott, von Gott, prägt unser Leben und Handeln. Der Diener hat dem Herrn nicht vertraut und hat nicht für ihn gelebt, weil er ihn nicht kannte. Und so ein Leben passt nicht ins Reich Gottes. Ich finde es ein absolut faszinierendes Gleichnis. Ein absolut faszinierendes Gleichnis, weil so deutlich wird, wie Jesus ist, wer Jesus ist in diesem Gleichnis. Und weil dieses Gleichnis uns eine entscheidende Frage stellt, die wir persönlich beantworten müssen. Und diese Frage ist: Wie wirst du als Jünger von Jesus in dieser Welt leben, bis er wiederkommt? Wie machst du das? Wird dein Leben dem ersten und zweiten Diener ähneln? Oder ähnelt es dem dritten? In diesem Gleichnis, da stecken so viele wunderbare Wahrheiten drin, die Jesus möchte, dass wir die verstehen. Und du hast das Gleichnis jetzt gehört. Was hast du verstanden? Was nimmst du mit? Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie die Jünger, als Jesus mal weg musste, sie gefragt: Hast du das verstanden? Was denkst denn du? Wer soll denn dein Herr sein? Und warum war der so negativ über den, der es vergraben hat? Ich kann mir vorstellen, die haben darüber gesprochen, wie wenn wir uns über dieses Kunstwerk versammeln. Er hat ja ein Bild gemalt in den Köpfen seiner Jünger. Und man sammelt sich so um ein Kunstwerk und überlegt, was wird Jesus hier wohl gesagt haben? Und ich finde das so toll, dass wir auch diese Sachen miteinander bewegen können. Deshalb herzliche Einladung, mit Leuten über die Gleichnisse zu sprechen, in euren Gruppen, da wo ihr zusammen seid, über Gleichnisse zu sprechen und eure Perspektiven zu teilen, sodass wir diese Schätze heben. Was habe ich verstanden? Ich möchte noch am Ende kurz ein paar Gedankenanstöße geben, ganz kurz, nur zum Weiterdenken. Fünf Gedankenanstöße. Das erste: Jesus gehört alles. Das höre ich da aus dem Gleichnis raus. Jesus gehört alles, all das in der Welt. Es gibt ja diesen tollen Psalm 24, da heißt es: Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern und der Gott, der Vater, hat Jesus alles übergeben. Also Jesus gehört alles. Und die zweite Sache, die finde ich absolut cool. Ich habe das mal so genannt: Du bist eine großartige Investition. Du bist eine großartige Investition. Alles, was wir sind, ist von Gott. Er hat dir ein Leben geschenkt und hat Unglaubliches in dein Leben hineingelegt. Viel, viel mehr als 1, 2, 5 Millionen. Da ist so viel unglaublicher Wert in dir drin. Und nicht nur ein Wert, sondern auch ein Schatz im Kontext von Fähigkeiten und Gaben, Stärken und Potenzial, Kraft und Emotionen, Netzwerk an Beziehungen und Möglichkeiten, Finanzen und Zeit, Leidenschaft und Träume. Eine gute Nachricht hat er in dein Leben hineingelegt. Glaube, Liebe, Hoffnung, das alles ist in uns. Alles, alles, was wir haben, hat er in uns hineingelegt, hat er in unsere Hand gegeben. Versteht ihr, was ich meine? Und das mal wahrzunehmen: Wow, was hat Gott in mich investiert? Und diese beiden Punkte, die führen uns zu einem ganz, ganz zentralen Verständnis. Wir sind nicht Eigentümer, wir sind Verwalter. Verwalter von allem, was wir haben. Ich glaube, wir müssen eine ganze Serie machen, Predigtserie über den Unterschied zwischen einem Eigentümer und einem Verwalter. Ich kann euch sagen, ich bin so glücklich, froh, jubelnd, dass ich ein Verwalter bin. Dass ich Teil von etwas bin, jemand, der mir Identität und Bestimmung gibt. Das ist eines unserer großen Dilemmas heutzutage. Dass wir Menschen denken, alles gehört uns und jetzt müssen wir irgendwie überlegen, wer sind wir, was machen wir mit dem, machen wir es richtig? Riesendilemma unter jungen Leuten. Identitätskrise mit 28, immer noch.
immer noch nicht wissen, wer wir sind. Und als Verwalter kriege ich was zugesprochen und lebe in meiner Bestimmung. Aber ich wollte den Punkt nicht ausführen. Aber darf Gott definieren, wer wir sind? Das ist die große Frage. Oder versuchen wir das selber? Das ist die große Frage dahinter. Was ist das Ziel als Verwalter? Das Ziel ist, das Vermögen zu vervielfältigen. Geht es hier um Geld? Nee, das ist ja nur die irdische Geschichte zur himmlischen Idee. Es geht darum, das Reich Gottes zu vervielfältigen. Und tragen wir dazu bei? Setzen wir alles, was wir bekommen haben, dazu ein? Das ist die Frage. Oder nehmen wir diesen Spaten oder diese Schaufel und vergraben unsere Talente, all das, was er uns gegeben hat? Das geht ganz einfach und ganz schnell. Wenn ich das nutze, was er mir gegeben hat für meine eigene Karriere oder vielleicht einfach nur genug Geld zu machen, damit ich das Leben richtig genießen kann, habe es ja verdient. Oder Anerkennung mir versuche zu erarbeiten, dann schaufeln wir. Jesus möchte, dass wir mit seinen Dingen beschäftigt sind. Und der letzte und zentrale Punkt, den ich finde, der bei diesem Gleichnis so super rauskommt, ist, Jesus zu kennen, ist das Entscheidende. Jesus zu kennen, ist das Entscheidende. Unser Gottesbild, das ist sowas von zentral für unser Verständnis von unserem Leben, von unserem Handeln, wie wir uns verhalten. Wisst ihr, Jesus vertraut dir. Und er beschenkt dich. Und Jesus glaubt an dich. Jesus hat dir Dinge anvertraut gemäß deiner Fähigkeiten. Er überfordert dich nicht. Er möchte, dass du als Partner mit ihm unterwegs bist, dass du Anteil an seiner Freude hast. Und wenn du diese Überzeugung hast von Gott, dann lebst du frei, dann lebst du leidenschaftlich, dann lebst du mutig. Wenn du aber denkst, Jesus möchte dich benutzen, oder er vertraut mir nicht, oder er will mich vielleicht überfordern, oder wahrscheinlich will er mich mit dem, was er mir gegeben hat, prüfen und testen. Oder ich muss jetzt was leisten. Dann lebst du nicht mehr frei. Dann lebst du mit Vorsicht, dann lebst du mit Furcht, dann lebst du möglicherweise mit Angst. Aber Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Jesus ist gekommen, um dir zu dienen, um dich hineinzunehmen in das, was er in dieser Welt tun will. Das Gottesbild ist entscheidend. Da wird unser Handeln sichtbar. Und das ist, denke ich, was wir uns immer wieder hinterfragen können auch. Was wird eigentlich durch mein Handeln sichtbar? Welches Gottesbild verkörper ich? Was kommuniziere ich? Eine Sache, die mich dermaßen angesprochen hat bei diesem Gleichnis, war, diesen ersten Diener zu sehen. Wie er sofort leidenschaftlich und entschlossen gehandelt hat. Leidenschaftlich und entschlossen. Sofort. Ich möchte vervielfältigen, was Jesus mir in die Hand gelegt hat, was der Herr in meine Hand gelegt hat. Glaubt ihr, hat er auch eine Schaufel? Vielleicht hat er eine gehabt. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich entschieden, die Schaufel zu nehmen und einfach wegzuschmeißen. Einfach wegzuschmeißen, um gar nicht mehr auf die Idee zu kommen, die Schaufel zu benutzen. Ich möchte dich einladen. Das Gleichnis möchte ich einladen. Das zu nehmen, was Gott dir gegeben hat. Du musst nicht nach rechts und nach links gucken, was er anderen gegeben hat. Das, was Gott dir gegeben hat. Das zu nehmen und einzusetzen und zu vervielfältigen. Das ist die Einladung dieses Gleichnis. Ihm zu vertrauen, Jesus zu vertrauen und mutig, entschlossen Schritte zu gehen. Das ist die Frage. Bist du bereit, deine Talente einzusetzen? Manchmal brauchst du eine Entscheidung.
Und wir möchten dir heute Morgen die Möglichkeit geben, das auch zu entscheiden und zu sagen, ja, ich will das tun. Tun mit einer kreativen, oder diese Entscheidung zu treffen auf eine kreative Art und Weise und so, dass es jeder machen kann. Genau, wir haben überlegt, was malen wir zusammen? Dachten wir, naja, so ein Blättchen, so ein kleiner grüner Kreis oder so eine Blüte kriegt jeder hin. Da kann ich auch mitmachen. Und während wir jetzt auch in eine Zeit des Lobpreis gehen, und die Lissi wird gleich erzählen, was wir sonst noch alles machen können, wo wir erlauben können, dass Gott zu uns redet, wir möchten dir die Möglichkeit geben, zu entscheiden. Ich möchte meine Talente einsetzen. Und stellt euch mal vor, wir tun das alle. Könnt ihr euch das vorstellen? Was wir dann Wunderschönes gemeinsam schaffen mit Jesus. So wunderschön wie so ein prächtiger Baum. Mit so wunderschönen Blüten und Blättern. Also lasst uns diesen Baum malen zusammen.